Ich hatte euch schon mal ein Album gezeigt, was es ein Blatt 24x34 cm war. Allerdings war das ein waagrechtes, das war das Basketballalbum von meinem Bruder. Und heute will ich euch mal zeigen, wie man das Ganze in Hochkant faltet. Und zwar, das ist eben einfach hier ein Tonzeichenpapier 24x34. Ich hatte jetzt so eine neutrale Farbe genommen. Wenn man dieses Blatt dann hat, das ist eigentlich relativ einfach. Man faltet das Ganze einmal in der Mitte. Wenn man es dann wieder auffaltet, faltet man das von außen wieder in die Mitte, zu dem gerade entstandenen Falz. Und dann faltet man das Ganze einfach nochmal auf der Längsseite in die Mitte, so rum. Und dann hat man quasi 8 von diesen kleinen Rechtecken. Und man schneidet dann in der Mitte an dem Falz das Ganze ein, allerdings nur bis zu dem vorletzten, bis zu dieser vorletzten Falzlinie hier, sodass eins quasi noch stehen bleibt. Und dann ist das Ganze auch schon fertig, denn dann muss man das nur noch so zusammenfalten. Und schon hat man ein Album. Ich zeige euch gleich noch, wie das Ganze dann fertig aussieht, weil ich da schon mal ein Album gemacht habe für den Sohn von meiner besten Freundin mit Fotos von Weihnachten. Es ist so, dass man das Ganze jetzt hier zusammenkleben könnte, sodass das hier zu ist. Hier das Ganze zusammenkleben und hier nochmal hinten zusammenkleben und dann wäre das einfach so ein Buch, was man so auffalten kann. Ich wollte aber mehr Bilder reinmachen, das heißt, ich habe die Rückseite so gelassen und dann ist das wie eine Art Ziehharmonika. Man kann das so rum hinstellen oder auch so rum hinstellen. Hier das Ganze habe ich nur unten zugeklebt und habe dann in die Mitte noch so ein kleines, was zum Reinstecken gemacht, wo ich ihm was geschrieben habe, was er dann irgendwann lesen kann, wenn er alt genug ist, dann kommt er da auch dran. Die Fotos kann er sich ja so schon angucken. Wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist, seht ihr gleich. Aber wie gesagt, das ist relativ einfach. Das kann man auch aus jeder Blattgröße machen. Dementsprechend ist es halt dann einfach ein kleineres oder ein größeres Album. Wenn ihr also jetzt euch so einen Bastelbogen holt, der irgendwie DIN A2 oder DIN A1 ist, dann ist es halt dementsprechend größer. Och, ich habe da mal was gemacht. Sowas hatte ich mir auch mal geholt. Und dann ist es einfach von der Seitengröße so, auch dass man 10x15 Fotos zum Beispiel drauf machen kann. Es ist dasselbe Prinzip. Das ist wahrscheinlich zu groß, dass ihr das sehen könnt. Uch, das ist jetzt so groß gewesen, dass ich das Ganze sowohl von der kurzen Seite 4-mal gefaltet habe, wie auch von der langen Seite. Und dann wird das Ganze eben einfach noch ein Stück größer. Man schneidet dann einfach immer von einer Seite bis zum vorletzten Falz, sodass eine noch stehen bleibt. Dann wieder von der entgegengesetzten Richtung und dann wieder von der wie beim ersten. Und dann faltet man das Ganze einfach so zusammen. Und hat dann ein einfaches Album, wo man auch keine Bindung unbedingt benötigt. Man könnte jetzt hier noch eine Schleife drumherum machen, also ein Schleifenband, was dann hier hinten drumherum geht, was man hier festklebt, was hier vorne raussteht und dann könnte man es hier zubinden zum Beispiel. Genau. Jetzt nur zu dem fertigen Buch. Es sind noch keine Fotos drin, die fehlen noch, weil ich erst warten musste, bis Weihnachten war. Und es ist eben sein erstes Weihnachten gewesen und es soll so ein kleines Andenken sein. Diese Sachen, die ich hier aufgeklebt habe, damit es nicht ganz so langweilig ist, die habe ich alle nicht richtig festgemacht. So kann ich da noch Fotos drunter stecken. Auf der Seite sieht es also jetzt so aus, als ob der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren unterwegs ist. Man könnte das Ganze dann auch, je nachdem, welche Fotos man dahin macht, einfach so aufstellen, irgendwo hinstellen, offen stehen haben, als Display. Ansonsten auf dieser Seite passen noch ein paar mehr Fotos hin. Ich habe einen Designer-Papierblock genommen, wo eben verschiedene Papiere drin sind, die alle zueinander passen. Aus manchen, die haben dann so glitzernde kleine Figuren drauf. Die habe ich dann ausgestanzt, um das Ganze noch ein bisschen schöner zu gestalten. Und teilweise eben noch so Bänder hingemacht, die ich auf der Rückseite von dem Designerpapier festgeklebt habe und dann habe ich es erst auf das Papier draufgeklebt. So hält das Ganze, ohne dass es hier vorne fest ist. Bei diesem hier werde ich wahrscheinlich ein Bild drunter stecken,
unter das Band, sodass das Band über das Bild geht. Sieht auch ganz schön aus. Und eben bei diesen ausgestanzten Sachen ist auf jeden Fall das hinten nicht festgeklebt, sodass ich dann da das Bild noch hinkleben kann. Also sieht dann so aus, das sind so Abstandshalter und die ziehe ich dann eben erst die Klebestelle ab und dann klebe ich die Bilder hin. Jetzt habe ich hier vorne, das hätte ich auch zukleben können, habe ich eine einzige Tasche gelassen. Es ist ihm ja noch nicht möglich, dass er irgendwie aus irgendwelchen Taschen irgendwelche Bilder rausziehen kann. Ich werde hier einfach nur einen Gruß für ihn draufschreiben und dann liest er den halt irgendwann in ein paar Jahren, wenn er es kann. Für das Cover habe ich eine Moosgummi-Schneeflocke genommen, habe die bestempelt in der passenden Farbe und dann Embossingpulver drauf gemacht, weißes, glimmriges. Und so ist diese Textur entstanden und dann natürlich noch ein Titel. Zum Zubinden hier an der Seite die Sachen, damit es auch wirklich zuhält, weil es ja von beiden Seiten zu öffnen ist. Und das ist jetzt das Album und jetzt werde ich eben da noch die Fotos einfügen und dann bekommt er das zum Geburtstag.